Warte. Ich bin in Zimmer 13. Ja. Hast du dich schon im Zimmer umgesehen? Nein, ich wollte auf dich warten, damit wir es zusammen untersuchen können. Jack, wir haben es geschafft. Zimmer 13 gehört uns. Hör mir jetzt zu. Ich werde die drei jetzt vor die Tür setzen. In der Zwischenzeit kannst du dich im Zimmer umschauen. Ich komme so schnell ich kann nach, ja? Ich? Okay. Danke, Vater. Jack! Hallo? Jack? Vater, Empfang. Was sagst du? Ich habe so schlechten Empfang. Was ist mit Zimmer 13? Ich bin reingegangen. Aber dann ist die Tür zugefallen und das ganze Zimmer ist runtergefahren. Wie so eine Art Aufzug. Das ist ja großartig. Zimmer 13 ist ein großer Aufzug, der uns in eine geheime Schatzkammer führen wird. Siehst du irgendwo Geld? Kunstgegenstände, Schmuck? Nein, das ist einfach nur ein muffiges, altes Hotelzimmer. Dann schau dich genauer um. Wie du dich versiehst, sind wir reich. Und? Hast du was gefunden? Endlich! Ich habe bestimmt 8-mal versucht anzurufen. Und ich habe dich was gefragt. Hast du was gefunden? Ja. Jetzt lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen, Junge. Was hast du gefunden? Ein Kugelschreiber. Eine leere Schachtel Tabletten. Und eine Mausefalle. Da muss doch mehr sein. Ein Ausgang, eine Tür. Diese Rotznasen haben doch nicht 3 Tage lang da unten rumgesessen. Das glaub ich nicht. Nein, es ist nichts zu sehen. Vater, die Tür bewegt sich keinen Millimeter. Mein Handy-Akku ist gleich leer. Und vielleicht sollten wir jetzt mal Hilfe rufen. Hilfe holen? Ja, so weit kommt das noch. Du kommst nach oben, wenn du was gefunden hast. Verstanden? Ganz ruhig, Jack. Ganz ruhig.